So, hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Tyranny. Was soll ich sagen? Wir haben eine unerwartete Begleiterin in der nächsten Runde zu bekommen, nämlich die Tiermenschen Alpha tötet im Schatten. Ich denke, wir werden mal ein bisschen mit der plaudern. Vielleicht gibt es was Interessantes zu erfahren. Ah, weil wir Furcht 1 bei ihr haben. Moment, wir sind. Loyalität 1, Furcht 2 und schon kurz vor Stufe 3. Als du dich näherst, erhebt sich die Tierfrau alarmiert von ihren Hinterläufen. Sie begrüßt dich mit witternden, geblähten Nüstern und aufgerissenen roten Augen. Schicksalsbinder, Alpha von Tötet im Schatten. Fatebinder, Worms, Beastwoman? Der Gestank eines ungewaschenen wilden Tieres, blutüberströmt, von der Schlacht gezeichnet, legt sich wie eine feuchte Decke über dich. Und du atmest durch deinen Mund, um dich nicht übergeben zu müssen. Ach, man kann Übungskämpfe verlangen, das ist schon mal interessant. Gibt wahrscheinlich dann Waffenlos oder Zweihandwaffen, könnte interessant werden. Vielleicht auch Einhandwaffen. Hattest du in letzter Zeit irgendwelche guten Jagden? Gut, yep. Many more than five. Viele mehr als fünf, super. Die Tierfrau öffnet ihre klauenbewehrte Pfote in der Luft und lässt sie zuschnappen. Ihre pechschwarzen Krallen schlagen plötzlich zu. Eine überdeutliche Erinnerung an ihre Kraft und ihre Fähigkeit zu töten. Waded up deep, murky stream near disfavored camp. Pawpaw poured in mud of bank, but did not leave tracks. Crept low and quiet to tent flap, scenting with tongue. Caught ironclads and dragged, squirming like hurt rabbits, into cold black depths of river. Moment. Die hat also Geschmähte gefangen und ertränkt. Interessant. Also sie grinst, prahlerisch und voller Blutgier. This favorite cannot swim like Beastwoman. Only can sink. Ja, was erwartet man von Leuten, die in Eisen gerüstet sind? Schicksalsbinder möchte, dass du ein Bad nimmst, ne? Wenn du mir folgen wirst, möchte ich... Ach, lass uns ein Spiel spielen, ist auch interessant. Erstmal möchte ich mehr über dich erfahren. Also, wenn du mir folgen willst, ne, wenn du mir folgen wirst, möchte ich mehr über dich erfahren. Töte im Schatten drückt ihre haarigen, nackten Zitzen heraus. Im Best Hunter. Prahlt sie und kratzt sich träge. Im Last of Tribe. Tribe who killed King Vipers, Alarion and Thornstags extinct. Im Alpha. Brood Mother. Can smell earthblood like mystic. What else does Alpha to Kills and Shadow long to know? Tötet im Schatten, das ist ein interessanter Name. Best Hunter is clever hunter. Stalk slow and soft. Pat, pat, pat. Silent. Strikes. Fast, fast, fast. Kills without hesitation. Hat sie nicht unrecht? Man merkt halt wirklich, das ist. Also sehr primitiv, sehr tierisch. Aber man kann sagen, also man merkt auch, Moral ist da nicht viel bei, aber halt Taktik. Oder besser Verschlagenheit. Wie bist du denn bei den Steinpirschern gelandet? Im Nordstone-Stalker. Knurrt die Tierfrau. Ihr Fell sträubt sich, sie spannt ihren Rücken und ihre Schultern an, bevor sie sich wieder auf ihren Hinterläufen niederlässt. Steinpirscher. Ach, der größte Tiermenschenstamm und sowas, klar. Das kennen wir schon. Lost Tribe. Left Havenlands. Migrated East. Was a long, long time. Hunted many humans. Kill, kill, killed. Raged. Like undying fire. And found pack of stone whelps. Caitiffs, outcasts of tribe. Who needed Alpha. Wenn du keine Steinpirscherin bist, warum hast du dann ein Rudel Tiermenschen von diesem Stamm angeführt? Is true. I'm Shadowhunter from Havenland. But I'm last tribe. Ich schau mal kurz. Ja, ich wollte nur kurz schauen, ob die Aufnahme gut funktioniert. So. Musste ich kurz raustappen. Also, sie senkt gedankenverloren den Kopf, während sie mit ihrer langen Zunge getrocknetes Blut von ihrer Unterlippe leckt. Sie zwängt die Lippe zwischen ihre Reißzähne, worauf frisches, helles Blut wieder zu fließen beginnt. After
your slain. Kills in Shadow Loped to Stone Lands, stalking on long hunt for disfavored. But soon became needed by weak whelps, by stone stalkers who had been slaves and had not learned how best to fight. Versteh mich bitte nicht falsch, aber für dich scheint das Töten eine Naturbegabung zu sein. Did not kill out of mother's womb. All whelps suckle first, learn later. Beast woman's first blood was in second season after birth. Tötet im Schatten keucht, ein klares Zeichen ihrer Belustigung. Ich würde gern mehr über deinen Stamm erfahren. Ungenügende Reputation, okay. Ihre Lippen ziehen sich verächtlich zurück und ein Knurren grollt tief aus ihrer Kehle. Lass uns über andere Sachen sprechen. Sie kratzt sich an ihrem straffen, haarigen Bauch und schnaubt. Lead conversation. Beast woman will follow. Komm, machen wir mal den Übungskampf. Loyalität 1, ich möchte mit dir ein paar Übungskämpfe machen. Beast woman gets to play fight with Alpha? Playfight, okay. Sie wird sofort munter und beginnt zu sabbern und zufrieden zu knurren. Sie erhebt sich von ihren Hinterläufen und führt zum Aufwärmen mehrere Übungsschläge aus. Sie spreizt ihre dunklen Krallen weit und fixiert dich mit einem begierigen Starren, das deinen Herzschlag rasen lässt. Komm! Bevor du auch nur einen einzigen Schritt vortreten kannst, schießt die Tierfrau ohne Vorwarnung auf dich zu und wirft sich mit voller Wucht gegen dich. Ihre muskulöse Schulter rammt sich in deinen Magen und ihr taumelt beide zu Boden, ein einziges Gewirr aus Gliedern und Haaren und Klauen. Kann sein, in den Bauch stechen, wissen, von sich herunterschießen oder Athletik ihr einen Kopfschuss verpassen. Ja, Athletik natürlich, Kopfschuss. Loyalität dazu gewonnen und Athletik-Skill-EP. Du packst sie an den haarigen Schultern, um einen besseren Stand zu bekommen, und rammst dann deine Stirn so fest wie du kannst gegen ihre. So fest wie du kannst in ihre speckige Schnauze. Knochen brechen hörbar und Tötet im Schatten jault auf. Blut fließt ihr Kinn und ihre Kehle hinab. Sie malt ihre rot gefärbten Zähne zornig und unter Schmerzen. Einen Augenblick lang sieht sie aus, als würde sie dir die Kehle herausreißen. Dann aber leckt sie sich das Blut von den Lippen und grinst dich gefährlich an. 5 Skillringe in Athletik, das ist mal geil. Tierfrau kämpft gerne mit Alpha, knurrt sie und kriecht vorsichtig, fast sinnlich von dir weg. Das ist eine sehr seltsame Situation. Lass uns ein Spiel spielen. Die Tierfrau wird sofort munter, streckt ihren Rücken gerade und mustert dich interessant mit ihren roten Augen. Like playing with prey or with pack. We'll play sometimes with stone whelps. What, mate? Slaughter. Sie verzieht ihre dunkle Schnauze zu einem gewaltigen, reißzahnbewehrten Grinsen. It's easy. Packmate chooses one of each. What, mate? Slaughter. If prey is chosen, pack joins ensuing hunt. If packmate is chosen and both agree to game, then pack gets to watch. Das klingt interessant. What? I'm old enough to be everyone's father. This is disgusting. Wow. I appreciate being included in this little... Well, I'm not even really sure what to call this. It's not like any game I've ever played, but... I'm gonna say nothing and pretend like I haven't heard a word anyone said. And then I'm gonna go sing myself a little amnesia. Sehr schön. How could Beast Woman choose any other? Would Rut Ebb, good and hot heart fast? Would mate Alpha and would slaughter, cut carved back to pieces, slowly, savoring while slicing flesh from neck. Yep, yep. Eigenartige Gespräche, die man mit dieser Frau führt. Augenscheinlich kann sie allerdings Beric nicht leiden. Oder zumindest würde sie Beric für eine gute Beute halten. Wir sollten eine Strategie entwerfen, wie wir am besten mit unseren Feinden und Verbündeten umgehen. Best way is with bloodshed. Yep. Sie grinst breit, wobei ihre Zunge über ihre glänzenden, rasiermesserscharfen Zähne hängt. Fatebinder has many allies. More enemies.
Which do Fatebinder and Kills in Shadowhunt today? Ich möchte über Kairos und die Archonten sprechen. Fatebinder's tribe. No packs well. Sie grunzt und schnaubt. Was weißt du über die Geschmähten und Graven Ash? Disfavored hunting slave beast women. Predators to rival tribes. Dislike. Admire. Envy skill. Want to stalk. Then want to kill slowly. Make scream. Sehr interessante Sicht. Also sie scheint ja die schon zu respektieren, aber nicht zu mögen. Und es ist natürlich ein Beweis der eigenen Stärke, wenn man einen starken Gegner töten kann. But disfavored do not yowl easily. Have taken killing teeth and throat, carving claws and gut, and survived. Alpha laves pain from pack, makes pack tougher. Deadly threat. Fatebinder walks, rubbing shoulder against shoulder with disfavored. Aligns with strongest predator. Kills in Shadow understands, but Beast Woman will not be enslaved. Will kill Fatebinder first. Ihre kalten roten Augen durchdringen dich förmlich. Solltest du sie hintergehen, erwartet dich wohl ein schmerzhafter, langer Tod. This beast is clearly intelligent, but it's still a wild animal. Not something you can truly control or predict. Do you want to be looking over your shoulder this whole time? Lass uns über jene in den Stufen sprechen, die Kairos trotzen wollen. Humans of these lands, of Beastwomen lands. Humans called Tearsmen, who struggle to fight against Fatebinder's tribe. Tötet im Schatten stößt nachdenklich ein weiches, knurrendes Geräusch aus. Which would Fatebinder have kills in Shadow Stalk for slaughter first? Was weißt du über die Vendrienwache? No pack was defeated by Kairos' tribe. Was small, easily hunted first time. Struggled, fought back to paws and knees. But could not have won second time. Was like hare challenging wolf. Many humans live in beast women lands. Kills in Shadow knows Tearsmen pack well. Was weißt du über die bronzene Bruderschaft? Lying kith. Are not brood brothers, use bronze killing claws. Smell of tanned hide, blood, piss, and fire water. Fight like black striped jackals, laughing, nimble, reckless. Fight for trinkets, not survival. Die kann sie nicht leiden, und da hat sie schon mal eine Sache mit mir gemeinsam. Aber die bronzene Bruderschaft gibt's ja auch nicht mehr so viele von. Wenn da überhaupt noch welche von übrig sind. Was weißt du über die Ungebrochenen? Strongest humans in beast women lands. Earth blood must pump hot fast through veins. Or tenacious, undefeated. Stand tough as mountains, even against disfavored. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Sie kratzt sich an einer haarigen Zitze und bleckt ihre rasiermesserscharfen Reißzähne in einem selbstzufriedenen Grinsen. Lead conversation. Beast Woman will follow. Auf jeden Fall kann man sagen, wenn ich meine Videos monetarisieren würde, wäre dieses wohl kaum noch möglich. Nach allem, was die... Jetzt läuft so viel falsch in dieser Unterhaltung. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ich habe mir nämlich schön eine Kanne Tee gemacht. Ah, sowas tut gut. Erzähl mir mehr über die Tiermenschenstämme. Ungenügende Reputation, okay. Nein, nein! Tötet im Schatten kratzt sich an einer Hüfte, wobei sie mit ihren Krallen über eine grobe Stelle mit Narbengewebe fährt, das durch die Wölbung eines Knochens zweigeteilt wird. Weißt du irgendetwas über die Magiergilden in den Stufen? Kills in Shadow does not understand human behavior towards mystics. Tribes should value, protect mystics. Not treat like outcasts, caitiffs forced into separate packs. Humans fear and snivel, snap at own mystics. Until mystics become strong alphas like archons. Then humans grovel and beg favor. Follow archons in droves. Maybe Fatebinder understands ways of human mystics better. Maybe not. Ask and discover. Was hältst du von den Weisen? Strange pack.
dispersed. Sage humans know each other, but prefer lone wolf travel. Or clever, harder to hunt. Smell of coal ink and rotted trees. Leave beast women alone most times. So, kills in shadow likes. Okay, was weißt du über die Eisengebundenen? Forgebound are builders, not fighters. Are like slaves to own human pack. Work, work, work without rest. Are weak and submissive, but can mold hard gray ore like pressing paw prints into mud. Interessant, die Eisengebundenen heißen im Englischen Forgebound. Also eigentlich würde ich die Schmiedegebundenen. So, sehr interessante Sicht auf jeden Fall auf die Eisengebundenen. Was meinst du mit, dass sie wie Sklaven sind? Forgebound make better than iron, killing claws and hard pelts all day for kith of other pack. Why give to others if have choice? Warum nennst du sie schwach? Strong mystics, beast women mystics use earth blood power to hunt, kill, eat prey, not to be leashed by others. Welches graue Erz? Rock, ore, heart and skin of Tarotus. Smells like iron, but it's different. Forge-bound mold gray ore to give tribes teeth and claws. Carve better, slice deeper than ones of iron and bronze. Lass uns mal über was anderes sprechen. Sie gähnt, ihre lilafarbene Zunge rollt sich zwischen ihren weit offen stehenden Kiefern nach innen. Lead conversation. Beast woman will follow. Was weißt du über die Erdhexen? Earthshakers draw power from Earthblood, like stone stalker mystics, like beast women. Archaean's pack, yep, are strong, are disfavored. Die Geschmähten findet die wohl auf eine interessante Art gut. But our tearsmen smell more of stone lands, more of Earthblood than disfavored, yep. Hattest du in der Vergangenheit Umgang mit den Erdhexen? If by dealings, Fatebinder means hunts and killings, then yep. Earthshakers crushed Shardnip tribe in South Stone Lands. So killers in shadow slaughtered pack of Earthshakers in North near Howling Rock. Erdblut. Will ich das überhaupt wissen? Beneath dry soil, wet Earthblood beats, thrums. Fatebinder's ears cannot hear surging blood song. Doubtful it's a cinnamon for lava or anything to do with blood. I imagine she's referring to the motion of earth magics, the mystical effect that's causing the tremors. Teilst du arkane Lehren mit anderen? Stone stalker cubs learn to lap same earth blood that earth shakers do, but beast women methods are different. Both hunt with same mystic claws, but slashing technique varies. Mehr wollte ich nicht wissen. Sie hechelt zufrieden, kalter Speichel tropft von ihrer rauen Zunge. Lead conversation. Beast woman will follow. Andere Angelegenheiten? Sie kratzt sich an ihrer straffen haarigen Bauch und schnaubt. Lead conversation. Andere Fragen? What now does Fatebinder wish to yip about? Ich möchte deine Meinung über etwas wissen. Wegen Loyalität. Die Tierfrau setzt sich auf ihre Hinterläufe, sie kratzt sich unter einer haarigen Zitze, dann unter der nächsten und schnüffelt in der Luft mit sich leicht auf- und abbewegendem Kopf. Ihre roten Augen schließen sich zufrieden. Fatebinder has good musk. Smells of bloodlust, of predator, of savage strong alpha. It's good to ask beast woman for advice. Even strong Alpha needs cunning of bulwark at side. Wie würdest du unseren Fortschritt beurteilen? On stealing territory of beast women lands, lands humans call realms of tearsmen. No Fatebinder claim territory of Vendrian's well. Is good for pack, good for disfavored. Should killers in shadow care outside of that? Sie kauert sich nieder und kratzt sich an unteren Rücken. Fatebinder claimed Horizon Rock, called Mountain Spire, at Vendrian's well. Should claim more, take power as own, become stronger and stronger. Das ist halt wirklich so eine ganz klassische Raubtiermentalität.
Kyrox rules own tribe and crushes threats to territory with attacks called edicts. Fate Punisher learns same mystic strength. Even Archons cannot win against edict. Yep. Our best attack will use to kill, survive. Wir sollten selbst lernen, Edikte zu wirken, okay? Wenn das so einfach möglich ist. Was hältst du von den anderen in unserem Rudel? Ihre roten Augen verdunkeln sich vor Gerissenheit und sie verlagert ihre Körperhaltung. Sie duckt sich tief, als würde sie sich zum Angriff sprungbereit machen. Statt aber anzugreifen, fährt sie sich nachdenklich und bedächtig mit ihrer klauenbewehrten Fingern durch die Mähne. Our brazen, Kalo, are not as savage fast keen as beast woman, but are not weak. Fatebinder wept good, tough pack. Sie wippt beim Denken, ihr Blick huscht aufmerksam umher. Und was denkst du über Lantry? Old. Many seasons. Should be weaker. Beastwoman does not like smell. Reeks of coal ink and lies. Is mystic. Well, I understand smelling like ink, but what does a lie even smell like? And here I am thinking I've been too honest for my own good lately. Was denkst du über Barrack? Beastwoman does not like disfavored, but kills in shadow likes Barrack. Will not kill human yet. Want to hunt good and long, make bleed scream writhe, mangle before kill. Ihre Augen schimmern dunkel und sie atmet lang aus. Ihre lilafarbene Zunge glänzt vom Speichel. Human is tough like stone wall. Is hidden behind iron's shadow, where Beastwoman cannot smell or scout weakness. But is noisy, like crashing boar, easily stalked. Was denkst du über Lyra? Good hunter. Reeks of blood to death. Savage swift, like Beastwoman. Was denkst du über Ab? Human brood mother. Mystic. Tötet im Schatten, legt ihren Kopf zur Seite, als würde sie angespannt einem Geräusch lauschen, das nur ihre Ohren wahrnehmen können. Strong. Breathe in gusts like ocean gale. Was denkst du über Siren? Incessant morning lark. Ceaseless chitterer. Die Tierfrau schnauft und reibt sich die Ohren. If you think my voice is annoying now, animal, I could sing you a song you'll never stop hearing. Or just sing the last song you'll ever hear. Nope, nope. Do not want to hear. Lass uns von was anderem sprechen. Sie gähnt, ihre lilafarbene Zunge rollt. Ja, das kennen wir. Lead conversation. Beastwoman will follow. Bringt mir das Furcht, wenn ich das sage? Komm. Schicksalsbinder möchte, dass du ein Bad nimmst. I'm bathing right now. Oh, Loyalität dazu gewonnen. Bade doch jetzt gerade, sagt sie. Roten Augen hellen sich amüsiert auf. Reicht das eigentlich jetzt, um zu fragen, was die Tiermenschen angeht? Im best hunt, im rest of tribe. Stamm? Ungenügende Reputation, okay. Lead conversation. Beastwoman will follow. Oh, vergiss es. Haben wir auf jeden Fall ein paar interessante Sachen gehört. Ach ja. Moment, hier ist... Ah, eine Kiste. Aber nichts Besonderes drin. Ach, jetzt ohne Barrack haben wir natürlich auch ein paar weniger Buffs. Oder zumindest ein weniger. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter, weil ansonsten haben wir in dieser Folge halt nur Gespräch gehabt und das ist dann auf Dauer auch ein bisschen lästig. Was haben wir denn hier? Eine leichte Stoffrüstung. Besser als das, was Lantry trägt, in jeder Hinsicht. Und besser als das, was Siren trägt, in jeder Hinsicht. Komm, Protect the Healer. Quatsch, so. Bevor ich den hier anspreche, werde ich noch kurz hier den Rest
found something. Wow, was haben wir denn hier Schönes? Zwei Edelsteine. Die Wachplatzfestung war einst ein stolzes, beeindruckendes Bauwerk. Jetzt ist sie nur noch ein Schatten ihrer früheren Pracht. Hier geht's dann doch sicher auch noch lang, oder? Ich würde sagen, in der nächsten Folge spreche ich ihn auf jeden Fall an. Ich bin mal gespannt, wie das dann mit Tötet im Schatten ist. Die scheint ja durchaus was auf dem Kasten zu haben, was Jagd und sowas angeht. Ach nee, hier geht's einfach nicht mehr weiter. Sorry, Cat. Dann antworten wir, müssen doch wieder hier hin. Zurück, Leute. Dann frage ich mich, ob Titanin dann wirklich der beste Weg ist. Wobei, in solchen Rollenspielen sind meistens alle Skilltrees irgendwie relevant. Also, dass man alles irgendwie vertreten kann. Ich bin mir noch nicht so sicher. Also, ich werde wahrscheinlich bald wieder Barrick in die Truppe nehmen, weil der einfach besser passt, von seinem Charakter her. Oh. Ja, jetzt haben wir schon angesprochen. Dann würde ich sagen, machen wir da in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Das ist konstruktive Kritik. Da vielleicht ein Däumchen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, mal schauen, wie es dann weitergeht. Bis dahin, cheerio.